Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7. Ja, ich mache eine heute kurze Aufnahme-Session, da ich leider nicht so viel Zeit habe. Können wir aber nutzen, um noch ein bisschen weiter zu planen alles. Oh, eine schöne zweite Armee übrigens. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Einheiten rüberschieben. So. Okay, hier haben wir jetzt normale hölzerne Befestigten. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Da kümmern wir uns da mal drum. Gebäudeausbau fertiggestellt. Wir sollten uns auch um den extra Fisch kümmern. Auch wenn wir hier schon genug haben. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Aber ich glaube, das sind dann die einzigen beiden, auch wo wir noch Fischgründe haben. Jo. Also die einzigen drei Sektoren hier, die wir haben mit Fischgründen. Ist auch der einzige Gold und Eisen. Na okay, hier gäbe es noch Eisen. Und Kohle. Vielleicht sollten wir den Sektor dann als nächstes einnehmen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Und was wir noch machen sollen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Wäre hier den Stein abbauen. So, du wirst ausgebaut, das ist gut. Hier könnten wir auch noch ein Lagerhaus hinmachen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und ja, eigentlich bräuchte ich noch Prestige, um die Händlergilde auszubauen. Die ich hier errichten wollte eigentlich. Und ja, kein Eisen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Etwas unpraktisch. So, jetzt sollten wir aber wieder Eisen schürfen können. Ja, was sagt denn meine Logistik? Dass gebaut wird, aber nichts mehr ausgebaut wird. Okay. Was ist eigentlich mit ihm hier? Ah, er hat die Handelsrouten eingestellt. Ah. Dann werden wir nachher dann gucken, wo wir Handelsrouten aufnehmen. So. Hier und hier dann die Verarbeitung für. Und ja, das kann eigentlich genauso bleiben. Die ausbauen. Ja, eigentlich müsste das Eisenbergwerk noch genug Eisen geliefert haben.
Okay, von ihm haben wir bereits unsere Quest. Wir sollen ihm 30 Brot liefern. Das wäre okay. Wem sollen wir denn noch alles helfen? Stallmeisterin Hippolyte und Rektor Magnificus. Der Rektor wäre hier. Nächste Cutscene. Ich bin Kalidus und als der Rektor Magnificus ist es mir eine Ehre, euch an Tadrins ehrbare Universität willkommen zu heißen. Als Ort von Wissenschaft und Bildung und Aufklärung bringen wir Tadrins klügste Köpfe hervor. Prinzessin Lucinda ist eine unserer talentiertesten Studenten und ich hatte die Ehre, sie zu unterweisen. Wir werden euch und Lucinda im Kampf gegen die Inquisition unterstützen, aber zuerst müsst ihr zeigen, dass ihr ein guter und rechtschaffender Mensch seid. Gute Bildung erzielt man nicht man nur durch gute Lehrkräfte und für gute Lehrkräfte benötigt man anständige Kirchen. Beweist uns, dass Bildung bei euch einen höheren Stellenwert hat und errichtet eine Kathedrale. Oh, und wo wir schon dabei sind, liefert bitte ein paar Bücher und Bier. Mein alter Freund Dekan Aurelius hat seinen Besuch angekündigt und ohne Lektüre dann kann er recht ungemütlich werden. Ja. Gut, und als letztes die Stallmeisterin, die wird wahrscheinlich hier sein. Willkommen auf der Königin Reitbahn. Hier reiten die besten und mutigsten Reiter Tadriens. Hier werden Rekorde geschlagen und neue Helden geboren. Ich bin Hippolyte, die Stallmeisterin. Ich und meine treuen Reiter stehen sehr loyal zu ihrer Hoheit Prinzessin Lucinda und haben geschworen, ihr Erbe zu verteidigen. Überzeugt uns von euren Herren Absicht und ihr werdet in uns treue Verbündete finden. Zu Anfang müssen wir feststellen, ob ihr Pferde eben so lieb wie wir. Hebt eine Reiterarmee aus und stellt hier einen Standartenträger voran. Und wenn ihr vergesst nicht, uns ein paar Hengste zu schicken, damit wir uns mit eigenen Augen von eurer Züchtkunst überzeugen können. Also ja. Falls ihr eure Armee keine Stelle mehr frei sind, werdet ihr wohl einen eurer Generäle entlassen müssen. Aber keine Bange, schon bald wird in eurem Schloss erneut zum Dienst antreten. Ja. Zeig könnt als Pferdezüchter. 20 Reiter. Okay. Also ja, schicken wir die Kanoniere wieder hier rüber. Und ja, die Standardträger sind sowieso einfacher. Wobei, eigentlich können die Kanoniere bei dir bleiben. Ich brauche nur hier 8 Reiter und hier 10 Reiter. Ja. Erstmal wäre es wirklich einen Detektor hier zu haben. Und ja, gucken wir uns nochmal weiter um. Du bist ein Handelsposten. Das war mir jetzt gerade nicht so wichtig. Der ist hier. Schatzinsel, optional. Okay. Ja, nicht genug Geistliche. Für Musketiere, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Universität, Bier und Buch liefern, aha. Wäre auch noch recht einfach. Hier haben wir auch noch optional. Mhm. Also die haben optional Quests für uns. Das ist das Ding der Prinzessin, das ist die Inquisition, okay.
Ja, wir sollten uns trotzdem weiter ausweiten. Also greife ich mal das Territorium hier an. Wobei die beiden dann auch nicht schlecht wären, die zu haben. Um an noch mehr Jagdwild zu kommen. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, da marschiert unsere Armee. Ist kein Wunder, dass nichts vorangeht, wenn ich da statt einer Schmelze ein Erzbergwerk errichte. Okay, Verluste sind größer als erwartet. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich habe keinen Stein mehr. Es ist ja gut, dass ich den Sektor hier gerade erobere. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Dann nehmen wir den Baumaterial hier mal. So, und auch wenn wir nicht das Eisen unbedingt brauchen, errichte ich da mal noch eine Eisen. Produktion. Und hier noch mehr Steinproduktion. Und hier oben auch die Kaserne. Inklusive Waffenschmied. So, und sicherheitshalber befestige ich den Ort auch gleich. Und ja, das kann ich wieder abreißen, theoretisch. Und baue dann hier oben halt einen anständigen Kasernenplatz. So, Handelsrouten.
Na dann holt mal ein paar Händler. Habe ich jetzt eigentlich schon hier die Dinger ausgebaut? Ja, habe ich. Dich auch? Ja, dich auch. Dich aber nicht. Probier hier auch gleich mal aus. Ja, verlassenes Schlachtfeld ist nicht verfügbar. Ach so.